Mein Name ist Hajigamberi. Ich bin beruflich, also ausgebildete Krankenschwester ursprünglich, arbeite seit 2003 bei der Diakonie Michaelshofen und komme aus Frechen. Also als ich meine Weiterbildung als Krankenschwester hier in Deutschland gemacht habe, konnte ich mir ganz froh feststellen, dass dieser ganze Stress, was in Krankenhäusern herrscht, nicht mein Ding ist. Und dann war mir schon bewusst, dass ich nicht als Krankenschwester lange in Krankenhäusern arbeiten möchte. Dann habe ich diese Chance bekommen, bei der Diakonie Michaelshofen mich zu bewerben und bin auch aufgenommen worden und seitdem bin ich auch hier und bin auch gerne hier. Wenn man gerne mit anderen Menschen im Kontakt ist und wenn man gerne auch mit anderen Menschen arbeitet, dann ist man schon richtig. Ich habe gelernt, dass man auch mit wenig Möglichkeiten, mit Beschränkungen, mit Begrenzungen, mit allen Einschränkungen, die uns jetzt wirklich unser tagtägliches Leben auch einschränkt, gut umgehen soll und daraus auch die Beste sehen muss. Wir freuen uns auf jede Kleinigkeit, die dann einen neuen Tag für uns mitbringt und wir gehen ganz viel mit unseren Bewohnern im Gespräch. Obwohl wir wissen, was wir dann heute erzählen, vielleicht ist es in 15 Minuten für die nicht mehr aktuell, aber wir wiederholen ganz oft. Wir gehen mit Angehörigen ganz eng in Kontakt und schildern wir einfach unser tagtägliches Leben, was wir alles uns vorgenommen haben, was wir auch umgesetzt haben. Wenn es drumherum etwas nicht stimmt, wenn es etwas aus der Reihe läuft, die kriegen immer mit und die kriegen auch ganz schnell mit. Mit der einfachen Sprache, mit kurzen Sätzen versuchen wir, die dann rüberbringen, warum es so ist, so wie es gerade ist. Warum dürfen die dann nicht so sitzen, so wie die normal auch immer an dem großen Tisch nebeneinander, manchmal Hand in der Hand gesessen hatten. Warum kommen die Angehörigen nicht zu denen? Warum dürfen die nicht raus? Warum findet wenig Veranstaltungen statt? Warum laufen wir so, so wie wir gerade rumlaufen? Also wirklich mit kurzen Sätzen, ganz einfachen Sätzen versuchen wir, die tagtäglich einfach erklären und rüberbringen, was gerade draußen los ist und warum wir dann gerade so sind, so wie wir darauf sind. Ich bin hier, um was zu verändern, um was zu bewegen. Jedes Mal, wenn ich mein Ziel, was ich mir vorgenommen habe, erreicht habe, dann gehe ich mal einmal tief in mich rein und dann überlege ich, ja, hast du dein Ziel erreicht und hast du was, auch was, wenn es was ganz Kleines ist, hast du was geändert. Und das gibt mir Mut, das gibt mir Kraft und das gibt mir Ausdauer, damit ich dann tagtäglich hier erscheine und meine Mitmenschen und auch Kollegen. Weil du dich bestimmt ganz schnell in unser Team mit integrieren kannst, weil du dich bestimmt bald bei uns wohlfühlen kannst und weil du dich auch hier bei der Diakonie weiterbilden kannst.